Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Subsistence. So, ein kleiner Tipp kam vom Schätzer. Und zwar brauche ich für die Angelrute, brauche ich doch tatsächlich eine Schnur. Ja, hier steht es auch, Angelleine. Und dafür brauchen wir eine Baumlarve. Die Baumlarve finden wir wohl an so richtig dicken Bäumen. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir das irgendwie finden. So, solange Nacht ist, werden wir versuchen, uns irgendwie Pfeil und Bogen zu craften. Und zwar, gucken wir mal, einfacher Bogen. Tauwerk haben wir wieder nicht. Wie viel können wir denn herstellen? So, der braucht nur 6 Tauwerk. Ach du Schreck. Alles klar, warten wir, bis das durchgelaufen ist. Eiweiß wird natürlich schon wieder Mangel. Das ist schlecht. Das ist alles schlecht, Leute. Ich weiß nicht, das Fett. Nutzbar zur Gewinnung von Biokraftstoff. Achso, und ich sollte mal, kam auch noch ein Tipp, ich sollte mal hier reingucken. Hier kann man nämlich einen Haufen Zeug craften. Ein Holzofen. Okay. Raffinerie. Ermöglicht die Veredelung roher Erze. Das können wir jetzt noch nicht gebrauchen. Bett. Ermöglicht die Erstellung zusätzlicher Rücksetzpunkte. Hm. Pflanzenbeet wäre praktisch. Brauchen wir aber wieder Tauwerk. Werkbank. Ermöglicht die Herstellung von Munition und Baustoffen und die Aufwertung von Waffen. Das ist echt praktisch. Aber ich denke mal, wir müssen heute noch einfach ein bisschen rumrennen und Zeug zusammensuchen. Was sagt das Feuer? Brennstoff ist noch ein bisschen drin. So, dann gucken wir gleich mal, was denn Pfeile kosten würden. Hier bei Munition, Pfeile. Brauchen wir Nägel, Stöcke, Federn. Wir haben nur 2 Federn herstellen. Mal gucken, wie viel der dann herstellt. Vielleicht haben wir ja Glück, es sind gleich 10 Stück oder so. Wo sind die jetzt gelandet? Achso, der stellt noch her. Achso, weil der noch Tauwerk macht. Das geht immer nach und nach. Da kann ich durcheinander, alles klar. So, schauen wir mal. Jetzt stellt er Pfeile her. Ich hoffe, er macht mehr als einen. Sonst haben wir ein Problem. Dann gucken wir mal, ob wir auf die Jagd gehen. Erstmal was Kleines, irgendwie ein Huhn oder sowas. Da kriegt man, aus einem Huhn kriegt man auch wieder Federn. Stimmt. Okay, er macht 2 Pfeile. Dann haben wir 6 Pfeile. Hm, ist nicht so viel, aber immerhin. So, dann stellen wir uns einen Bogen her. Ach nee, da fehlt es wieder an Stöcken. Ich krieg die Krise. Gut. Suchen wir Stöcke. Stellen wir mal ein bisschen was her. Solange es dunkel ist, können wir eh nichts machen, Leute. Okay, die Angel haben wir schon mal. Das heißt, unser nächstes Ziel ist Tauwerk wieder besorgen. Ganz, ganz viel. Und, ja, versuchen wir mit dem Bogen schnell ein Tier zu erledigen. Weil hier, Proteinwert sieht echt scheiße aus, Leute. Und, dann brauchen wir eh wieder einen Anzünder beim nächsten Mal, wenn wir hier sind. Und die Baumlarven, die sind jetzt wichtig zum Angeln. So, was wollten wir machen? Bogen haben wir noch nicht, ne? Da ist er. Herstellen. Zack, jetzt haben wir 6 Pfeile. Mal gucken, wie es sich so schießt mit diesem Bogen. Vielleicht brauchen wir ja pro Huhn 3 Pfeile oder so, da kriegst du die Krise. Okay. Bogen ist fertig. Super. Dann gehen wir auf die Reise. Es sind 11 Grad Celsius. Sollte reichen. Müssen bloß aufpassen. Ich habe die Grafikeinstellung jetzt mal ein bisschen runtergestellt, weil mir das richtig auf die Nüsse geht. Dass das beim Bewegen immer krisselt. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie ich das abschalten kann. Grimox hat geschrieben... Oh, hier liegt Metall. Hat geschrieben, dass ich doch die Videos rendern soll mit der CPU, aber ich habe in meinem Renderprogramm gar nicht die Möglichkeit, das auszuwählen, mit was ich denn rendere. Und wie gesagt, im gerenderten Zustand sieht das eigentlich recht top aus, aber irgendwie macht YouTube die Videos dann noch einen Ticken schlechter. Hm. Ärgerlich, aber dem ist so. So, mal kurz. Aha. Wieso friert denn der jetzt? 2 Grad Celsius? Okay, das ist nicht gut.
Warum ist denn dem jetzt zu kalt? Ist er jetzt zu weit oben? Warte mal, ich geh mal ein Stück runter. 3 Grad Celsius. Hm, alles klar. Es ist anscheinend noch nicht hell genug. Jetzt ist die Frage, Leute. Wo war hier so ein dämliches Huhn? Waren hier nicht auch beim letzten Mal Kisten? Wo sind denn die Kisten? Sind die dann immer... Du frierst. Sind die dann immer zufällig? Da geht die Gesundheit auch runter. Das ist ja ein Käse. Okay, lasst uns nochmal ganz kurz zum Feuer gehen. Ihm ist anscheinend noch zu kalt. Ich will ja nicht riskieren, dass wir hier sterben an Erfrierung. Bei 3 Grad geht's, ne? Da friert er nicht. So. 7 Grad. Geh mal kurz ins Feuer. 17 Grad Celsius. Da warten wir jetzt ganz kurz noch hier. Wo waren denn... Verdammt ich nochmal diese Hühner. Gehen wir in die Richtung. Und die Sonne ist jetzt da. Das sollte dir doch ausreichen. Immer schön Tauwerk suchen. Das ist jetzt wichtig. Ich sehe keine Kisten mehr. Doch, da. Da. Ja, dann pack mal den Bogen noch weg. Da ist doch was. Oh, ein Proteinriegel. Welch Zufall. Den werden wir gleich konsumieren. Essen. Finde ich gut. Hat aber auch nicht so viel gebracht. So, da ist das erste Huhn. Wir probieren's. Ich schätze mal... jetzt rennt das blöde Vieh weg. Fichte Krise. Ich schätze mal rechte Maustaste und dann... Wo ist das jetzt hin? Da ist es. Oh Gott. Da ist ja auch kein Fadenkreuz und nicht. Das wird ja übelst schwer. Müssen wir jetzt erstmal üben. Ich hoffe, wir können die Pfeile dann wieder einsammeln. Nachdem wir sie verschossen haben. So, du blödes Huhn. Wo bist denn du jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da. Ja, das funktioniert ja super. Und der Pfeil ist weg, ne? Nehme ich an. Eine Scheiße. Jetzt habe ich vorhin nicht aufgepasst, ob wir jetzt hätten höher, tiefer, rechts, links. Nee, da ist es. Nee, das ist ein Hase. Okay, wir müssen höher. Wir müssen eindeutig höher ziehen. Das Viehzeug rennt halt weg. Sobald die beschossen werden, da ist noch Metall. Naja, wir beweisen Geduld. Wir haben ja noch 4 Pfeile. Oh, da ist ein Bär. Mit dem wollen wir nicht anschießen. Ich glaube, der findet das nicht so cool. Aber jetzt ist das kleine Viehzeug wieder weg. Ich krieg die Krise. Leute. Aber wir brauchen halt unbedingt die Federn. Eigentlich wäre ein Huhn schon geiler, wenn wir das treffen. Hm. Ich höre was. Aber ich sehe es nicht. Oder ist das das Wasserplätschern? Ach, Leute. Na gut, wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Wir latschen mal durch die Kante. Wir haben ja jetzt gemerkt, dass auch in den Kisten Proteinriegel sein können. Vorhin habe ich noch nicht einen Busch gefunden mit Tauwerk. Alles nehmen. Da ist Metall. Da oben ist wieder ein Bär. Hm. Ich geh mal ein bisschen landeinwärts. Also weg vom Wasser. Der hat auch keine Energie. Warum hat er keine Energie? Was ist mit ihm? Dann haut immer so eine Blaubeere rein. Das bringt ja auch ein bisschen Energie. So. Es wurde auch geschrieben, dass es mit dem Proteinmangel ein anfangs großes Problem darstellen wird.
bis wir das mal alles auf die Reihe kriegen. Und so eintakten, dass wir auch mal kein Problem mehr haben. Wird noch eine ganze Weile vergehen. Da war der Hase. Da ist ein Bär. Ich brauche einen Huhn. Ich brauche Huhn. Das ist wieder der Hase. Da ist das Huhn. Da. So, ein bisschen höher. Jetzt bewegt es sich. Nicht bewegen. So. Ja, es war doch getroffen. Jetzt hör mal auf, ey. Das war ja sowas von eindeutig getroffen. Das gibt's doch nicht. Ich treff's einmal nicht. Jetzt haben wir nur noch einen Pfeil, glaube ich. Bitter, bitter, Leute. Bitter. Und das rennt immer weg. Ja, wir haben's. Okay. Check. Schnaps dir. So. Kann in einen Stall gehalten werden, wird nach Level 2 mit jedem Level ein Ei legen. Schlachtererzeugnis, einmal Hähnchenfleisch, zweimal Federn. Schlachten, nützt da nichts. Wir brauchen es, Leute. So, oh, da oben die Kiste noch schnell looten. Solange das Feuer noch an ist, werde ich mir auch das Hühnchen jetzt auf den Grill legen und gleich noch zwei Pfeile herstellen. Oh, und wir haben wieder Federn, sehr gut. Okay, das war jetzt... Ja, es könnte besser laufen, Leute. Es könnte echt besser laufen. So, nimm das mit. Heilkräuter, da müssen wir auch mal gucken, dass wir uns dann hier ein bisschen Medizin herstellen. Wir haben ja beim letzten Mal gemerkt, als wir mit dem Wolf konfrontiert wurden, dass das alles nicht so easy ist. Und der hat ständig Energiemangel hier. Ausdauer, ihr wisst schon. Nervig, Leute, nervig. Okay, pack den Bogen mal weg. Vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht, wenn er den irgendwie in der Hand hält, dass er da nicht so richtig klarkommt. Nein, ist das Feuer jetzt aus? Wir waren doch gar nicht so lang weg. Oh komm ey, mach keinen Scheiß. Ey, das ist doch sinnloser Rotz. So, jetzt müssen wir uns wieder einen Anzünder bauen. Feuerstarter-Kit. Haben wir zufällig da, aber da geht auch wieder Fasern weg. Aber wir müssen das Fleisch braten. Wir brauchen Protein. Hier, das sieht schon wieder schlecht aus, Leute. Mann, ey. Pfeile. Also sind wir erstmal eine Weile damit beschäftigt. Was hier? Ja, einfach Hühner abzuschießen. Und das. Oder vielleicht dürfen wir uns nicht von der Base entfernen, dass das Ding dann automatisch ausgeht. Das Gefühl habe ich nämlich auch ein bisschen, weil da war doch gerade noch genug Brennstoff drin, oder? Täusche ich mich da, Leute. So. Entschuldigung, ich bin noch ganz schön erkältet. Tja, 3 Pfeile hat's gebracht. 5 Pfeile haben wir jetzt. So, Medium. Ich würde sagen, Medium reicht uns, ne? Essen. Ja, guckt mal, Leute, das bringt gar nichts. Da müsste ich ja jetzt hier 10 Hühner schießen. Damit wir hier irgendwie vorwärts kommen. Das ist doch echt kacke. Mann. Du bist vergiftet. Stelle ein Gegenmittel her. Nee, oder? Warum? Das war doch Medium. Ach so, Geflügel sollte man ganz durch. Oh, ey. Das Spiel meint's nicht gut mit uns. Ich hab doch keine Ahnung. Haben wir hier irgendein Antitoxin? Wie stellt man denn Gegenmittel her? Oh, Leute. Gegenmittel. Leber. Da braucht man Leber und Seegras. Haben wir und medizinisches Tonikum. Haben wir alles nicht, Leute. Fischöl. Okay, passt auf. Wir machen es mit Angeln. Schnauze voll. Ganz dicke Bäume. Welche sind denn ganz dicke Bäume? Ist das ein dicker Baum? Nimm mal die Axt. Holz. 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 Nee, das scheint kein dicker Baum zu sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben aber auch keine Maden und nicht eingesammelt bisher. Zwiebelsamen, wir könnten anbauen. Was ist denn hier mal ein ganz dicker Baum? Das ist eine ganz dicke Kiste. Der dort vielleicht, guckt mal. Probieren das mal. Alles nehmen.
Ich glaube, wir gehen diese Folge das erste Mal drauf. An Vergiftung, an Hühnervergiftung. Ja, Mann, oh, Wolf, hau ab. Ist halt blöd gelaufen. An dem dicken Baum ist natürlich ein dicker Bär. Und an dem dicken Baum ist ein dicker Wolf. Ich die Krise. Ich krieg hier die Krise. Hm. Vorne ist was. Nehmen wir das mal ein. Tja. Was machen wir da? Der Wolf wird dort nicht weggehen, nehme ich an. Wir versuchen es mal. Ich habe keine Ausdauer. Sinnlos. Wie lange hält wohl die Vergiftung? Das ist jetzt die Frage. So, Wolf, bleib wo du bist. Ich will nur mal in den Baum hier hacken. Holz. 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 Kommt keine Mate raus. Doch, eine Baumlarve. Okay. Das heißt, wir könnten dann quasi angeln. Wir brauchen mehr von diesen dicken Bäumen. Dort, wo der Bär ist, gehe ich natürlich nicht hin. Wir können ja mal... Wie sehen denn die eigentlich aus? Die haben so komische Blätter. Die sieht man eigentlich vom Weiten. Oh, ich sehe hier keinen weiteren. Wollen wir mal den Weg hier hochlatschen? Oh Mann, die Vergiftung, die macht mir jetzt gerade das Leben schwer. Das hätte nicht sollen sein. Ich meine, Medium-Hühnchen ist doch okay. Also, merken wir uns. Wir braten die Scheißdinger jetzt immer komplett durch. So, hier ist natürlich kein dicker Baum. Hier ist noch ein dicker Zaun. Ach, Mann, 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 ey. Naja, wird kein leichtes Spiel. Das ist auch kein dicker Baum, ne? Und vor allem, wie wenig von diesen komischen Fasern hier überall sind. Unglaublich. Ist not so easy. Da ist noch ein dicker Baum, aber wahrscheinlich auch wieder ein dickes Tier daneben. Probieren wir es halt mit Angeln. Aber zum Angeln brauchen wir auch diese Fasern. Unbedingt. Was sagt der Proteinmangel? Sieht schon wieder schlecht aus. Trotz, dass wir einen Proteinriegel gefunden haben, trotz, dass wir Hühnchenfleisch gefunden haben, ich meine, klar, wir sind vergiftet, aber es hat ja trotzdem Eiweiß gebracht an sich, dachte ich. So, hau rein. Gib mir Baumlarven ohne Ende, bitte. Scheint aber immer noch einer drin zu sein dann. Ja. Immer ganz zum Schluss. So. Und irgendwo diese Fasersträucher. Gibt's doch nicht. Doch, hier. Einmal Fasern. Was ist denn hier noch so dicker Baum? Also wir könnten jetzt theoretisch zwei Fische angeln, wenn wir eine Schnur herstellen. Können wir die schon herstellen? Wartet, lasst mal gucken. Angelleine, jo. Haben wir gemacht. Aber brauchen wir dann pro Fisch immer eine neue Angelleine oder wie läuft das? Das müssten wir auch mal ausprobieren. Ist doch ein härteres Survival-Game, als ich anfangs dachte. Vergiftung hält noch immer an. Hm. Okay, hier ist kein dicker Baum, hier sind keine Fasern, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir mal wieder Richtung nach Hause. Das lief jetzt alles nicht so toll. Der hat schon wieder null Energie, der Typ. Vielleicht bringt er so ein Fisch gut Protein. Aber wie ist es nicht, Leute? Hier, das ist doch immer ein dicker Baum. Ah, den hat man gerade, ne? Naja, den hat man doch gerade. Ah, sinnlos. Und noch versuchen, diesen Hasen dort zu fangen. Wollen wir es mal probieren, wenn wir einmal hier sind? Haben wir gleich noch ein Protein mehr.
Ey, komm, das Spiel ist doch ganz schön hart. Das war doch voll getroffen, Leute. Bist du ein Dicker? Nee, das war okay, Digga. Schade. Ja, und... Oh, da ist noch ein Huhn. Das könnten wir noch mal probieren. Oh nee, jetzt gewittert es auch noch, oder was? Jo, wir haben das Huhn. Schnell hin, bevor der Bär kommt. Ja, ich geh schon weg, du Arsch. Er macht natürlich schön Menschen und beschützt den blöden Baum, wo eine Larve drin steckt. Okay, wir haben ja eh keinen Hühnerstall zur Verfügung. Bedeutet, wir werden das Huhn auch schlachten. Kriegen wir wenigstens die Federn, haben zwei Pfeile mehr. Nur Shifts. Kriegt der Fallschaden, wenn ich hier runterstürze? Oh, wir sind ja schon wieder bei 21 Minuten. Ah, da ist ein Reh. Ah, das wird wahrscheinlich... Oh, was hat er denn jetzt? Du bist unterernährt. Ja. Mach dir mal keinen Kopf. Und unser Feuer brennt noch. Also meine Theorie, dass das ausgeht, wenn man zu weit weggeht, stimmt nicht. Ach, jetzt ist er wieder unterernährt. Das nervt. Ja, ich beeile mich doch schon. Könnten mal das Reh versuchen dann zu schießen. Das ist ja jetzt gerade hier drüben. So. Huhn. Nicht töten. Schlachten wäre nicht schlecht. Achso, das muss erst getötet werden, weil es noch lebt. Töten. Schlachten. F drücken. Brennstoff müssen wir reinhauen. Holz. So. Das lassen wir diesmal ganz durch. Wieso haben wir jetzt... Ach so, weil wir eine Angelschnur hergestellt haben. So, wo ist das Reh? Das war doch gerade hier. Während unser Hühnchen kocht, könnten wir probieren, das zu schießen. Oh, habe ich noch irgendwas zu essen? Ich habe ja gar nichts mehr, Leute. Gar nichts. Also das Huhn ist jetzt unsere letzte Chance. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man jetzt hier stirbt. Ist da drüben eine Kiste? Ah, da waren wir schon an der Kiste, oder? Und wir gucken mal. So viel Zeit haben wir jetzt. Es wurde ja geschrieben, das Zeug spawnt ziemlich schnell nach in den Kisten. Dafür muss man nicht ein- und ausloggen, tatsächlich. Oh komm, lass irgendwas drin sein, was uns hilft. Was ist das hier? Bauwerk. Naja, immerhin. Können wir dann gleich noch eine Angelschnur herstellen. So, das Huhn essen. Und dann probieren wir es mal mit den Angeln. Eieieiei, das wird wieder so eine knappe Geschichte, Leute. Das ist halt ein Survival Game, ne? Da! Hähnchen gar. Jetzt aber essen. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Wir brauchen dann vor allen Dingen Obst und Gemüse auch wieder. So, probieren wir mal die Angel. Wie läuft das jetzt? Muss ich jetzt diese Schnur da drauf ziehen? Nee. Gehen wir mal angeln hier unten. Das Reh ist weg, ne? Und ich schätze mal, das Reh braucht mehr als einen Schuss. So, probieren wir mal. Ah, alles klar. Jetzt ein bisschen Geduld beweisen. Warten, bis das Ding zuckt, ne? Da. Habt ihr es gesehen? Hang fehlgeschlagen. Ist da jetzt die Schnur? Nee, oder? Da sitzt die ganze Schnur kaputt. Die ist für den Arsch. Leute, wir werden definitiv in der nächsten Folge hier drauf gehen. Wir haben ja nichts mehr. 4 Schuss in der Knarre. 4 Pfeile haben wir noch.
Mann, Mann, Mann. Wir brauchen Obst, wir brauchen Fleisch, wir brauchen eigentlich sämtliche Nahrungsmittel. So, ich probier's nochmal mit dem blöden Hasen. Vielleicht ist das Spiel mal ja ein bisschen gnädig. Nö. Einfach scheiße. Einfach scheiße gezielt, scheiße nicht getroffen. Mann, Mann, Mann. Keine Ausdauer mehr, nüscht. Gemerkt, ich bin leicht frustriert. Jetzt sind ja wieder überall keine Büsche. Wir brauchen dringend diese Büsche, ne? Metall haben wir langsam hier übelst viel. Aber keine Büsche. Und ich frage mich tatsächlich, was passiert, wenn wir draufgehen? Können wir wieder... Haben wir noch unser ganzes Zeug? Oder wie läuft das? Ja, wir werden es sehen. Wir werden ja definitiv draufgehen. Na, hier sind mindestens zwei Kisten. Immerhin. Ja, ein Verband ist gut. Haben wir ja beim letzten Mal verbraucht, wegen dem dusseligen Wolf. Aber ich musste den in letzter Sekunde töten, weil... wir sonst einfach gestorben wären. Was ist das hier? Metallschrott. Also Metallschrott haben wir echt langsam richtig viel. Kisten sollten lieber... Ach, wartet mal. Mensch, der Schätzer hat auch geschrieben, in meiner Base ist auch irgendeine Kiste. Mal gleich mal gucken. Ja, ein Apfel. Essen. Essen. Okay, das war gut. Jetzt haben wir immer noch Proteinmangel. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück. Noch mit dem Huhn. Da ist noch ein dicker Baum. Und da ist doch ein Busch. Hab ich doch gesehen. Okay, wir müssen uns langsam bewegen. Das bringt nichts hier zu rennen, weil die Ausdauer so schnell runtergeht. So. Nimm mal den Bogen weg. Ich habe immer das Gefühl, dass der Bogen an der Ausdauer zerrt. Boah, wenn es hier einen Blitz trifft, ne? Also bei so einem Wetter sollte man ja nicht im Wasser rumwaten. So, bitte lass hier kein Bär sein. Bitte, bitte, liebes Spiel. Ja, läuft. So, also theoretisch könnten wir jetzt noch zweimal wieder angeln. Aber wir müssen halt wieder alles neu herstellen, ne? Die komplette Schnur und alles. Eine Scheiße, Leute, eine Scheiße. Aber naja, so ist es. Da müssen wir durch. Sollst nicht rennen, Beutel. So, schön langsam gucken. Da ist nichts. Ach, da wäre eine Kiste. Wir gehen mal kurz zurück nach Hause. Weil wie gesagt, angeblich soll in meiner Base soll irgendeine Militärkiste oder ähnliches sein. Wir gucken mal. Also in dem Modul drinnen, in dem Base-Modul. Das müssen wir überprüfen. Vielleicht rettet das uns jetzt in letzter Sekunde noch einen Arsch. Also ein Reh wäre schon krass, ne? Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass wir das mit einem Schuss kaputt kriegen. Und dann schießt du das an, dann rennt das einfach weg. Das ist ja auch irrsinnig. So, da vorne ist auch noch ein dicker Baum. Hatten wir den schon? Gucken. Das ist auch eine Kiste. Hatten wir die schon? Ha, ich habe hier keinen Überblick mehr. Boah, ich habe ein bisschen Angst bei Gewitter. Nur so ein bisschen. Da ist ein Hase. Das gibt's nicht, ey. Na, ihr seht schon, das wird echt noch kurios. So. Ah, den hat man auch noch nicht. Sehr gut. Und da ist die Baumlarve. Sehr gut. Das läuft. Es ist gerade mega kalt. Ich hoffe, unser Feuer brennt noch. Ja, brennt noch. Können wir gleich mal Brennstoff nachlegen. Wir haben ja genug Holz gesammelt.
So, guck mal hier drauf. Das Reh ist das hier irgendwo? Nee. Okay. Brennstoff, hau rein. Läuft. So, Federn könnten wir jetzt quasi, warte mal, wir stellen mal ein paar Stöcke her. Dann können wir uns wieder ein paar Pfeile machen. Genau. Hier reingucken. Spieler. Dietrich. Ach, hier ist ein Dietrich drin, alles klar. Aber von der Kiste sehe ich hier nicht, ne? Hier sollte angeblich irgendwie eine Kiste drin sein. Den Dietrich haben wir mal mit dabei. Was sagt denn die Uhrzeit? Steht die Uhrzeit wenigstens hier? Nee, auch nicht. Hm. Ärgerlich. So. Dann Munition, Pfeile. Okay, passt auf. Gehen noch mal gucken. Ob hier irgendwo dieses Reh ist. Ich sehe es nicht. Ah, hier ist ein dicker Baum, guck mal. Es wird langsam dunkel, wie es scheint. Den dicken Baum holen wir uns. Noch mal kurz probieren mit dem letzten Pfeil. Obwohl, wir stellen ja gerade welche her. Ja, wir haben es. Schnell hin. Und. Töten. Nein! Was machst du, Beutel? Mache jetzt keinen Quatsch. Und. Lachen. Bringt jetzt nicht so viel. Protein plus 8. Na, das wird nicht viel. Egal, wir hacken jetzt hier noch den Baum. Spiel gespeichert, stand gerade da. Also beim nächsten Mal können wir ein bisschen angeln, ein bisschen probieren, ne? Das war ja jetzt eine Nullnummer. Okay, wir haben wieder eine Baumlarve. Sehr gut. Versuchen nochmal hier die Kiste zu looten. Da ist wieder was drin. Okay. Haufen Zeug, was man eigentlich nicht so braucht. Aber egal, wir nehmen es halt mit. Also was wir jetzt noch nicht brauchen. Momentan brauchen wir eigentlich nur Essen, Leute. Essen, Essen, Essen. Trinken sieht gut aus. Und da wird es auch schon wieder dunkel. Also es geht immer so eine halbe Stunde, ne? Dann wird es dunkel. Das können wir uns mal merken. Aber hier so Blaubeerbüsche sind hier nicht, ne? Schade. Oder ist das hier sowas? Nee. Das ist nichts. Nichts ist das. Gut. Braten wir uns den Hasen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Huppe mal hier hoch. Und haue den Hasen hier drauf. So, Holz nachlegen. Wir haben 8 Pfeile haben wir jetzt. Sehr gut. Was haben wir hier? Gewehrmunition. Wir haben 4 Larven, das heißt, wir können 4-mal angeln. Aber wir werden wahrscheinlich nicht genug Zeug haben. Fasern für Tauwerk, ne? Tauwerk haben wir gerade mal 1. Naja, müssen wir beim nächsten Mal gucken, dass wir nochmal die Kiste mit dem Dietrich finden, die verschlossen war. Das wäre ja eigentlich ganz gut. Da wird bestimmt sehr guter Loot drin sein. Ja, genau, so machen wir das. Das Spiel ist echt nicht easy. Ich dachte, ich hab's mir echt leichter vorgestellt. Wir holen mal noch kurz Wasser. Das ist jetzt unfassbar Blitz erwischt. Das Wasser haben wir natürlich auch hier rein. Oh, Proteinmangel schon wieder. Seht ihr das, Leute? So, Kaninchenfleisch gar. Essen. Das ist echt nichts da. Das ist echt nichts. Schade. Okay, Spiel gespeichert. Wenn das Wasser abgekocht ist, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder.
Schreibt wieder nützliche Tipps in die Kommentare, wie wir vielleicht unseren Eiweißmangel ein bisschen in den Griff bekommen können. Ich meine, klar, das mit dem Huhn, wenn wir uns einen Hühnerstall bauen. Wartet mal kurz. Was würde denn so ein Hühnerstall kosten? Geländer. Ist jetzt hier nicht drin. Vielleicht hier. Pflanzenbeet. Werkbank. Kleintierstall. Dafür brauchen wir 7 Bretter und 2x Seile. Woraus macht man Seile? Wartet mal, wir gucken mal. Seil. Sehnen und Tauwerk. Okay, Sehnen, da müssen wir anscheinend ein Tier töten. Wird alles bitter, aber ich schätze mal später, wenn wir dann tatsächlich so einen Hühnerstall haben und die jeden Tag eilegen, haben wir ein bisschen Eiweißprobleme im Griff. Aber momentan sieht es einfach alles noch kacke aus. Aber wir kommen rein, wir finden rein. Ich mag das Spiel sehr. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinguckt. Ne? Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin. Ciao, ciao.